Ein israelischer Wissenschaftler, der in den Vereinigten Staaten arbeitete, hat die Auswirkungen von Marihuana auf das menschliche System erforscht. Und nach vielen Untersuchungen kam er zu dem Ergebnis, dass es Millionen von Cannabis-Rezeptoren im menschlichen Gehirn gibt. Wenn du dich in einem bestimmten Zustand befindest, erzeugst du eine bestimmte Chemie in deinem Inneren, die dieses Hochgefühl in dir auslöst. Und das Gehirn wartet ständig in der Hoffnung, dass du die Chemie der Glückseligkeit in dir erzeugst. Wenn du ein externes Mittel verwendest, wirst du von diesem Mittel versklavt. Wenn du in dir selbst, ohne äußere Mittel, eine Chemie der Glückseligkeit schaffen kannst, werden deine Sorgen um dein Überleben, deine Mühen, du als Problem verschwinden. Wenn du kein Problem mehr bist, kannst du mühelos mit den äußeren Problemen umgehen.